So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu GTA 5 K-Mods. Ja, wir haben heute den Porsche 918 Spyder. Das ist ein schön teures Auto, sieht auf jeden Fall schon mal so von außen her mega geil aus. Wir gucken uns den aber natürlich von innen weiter an. Und zwar ist das perfekt ausgemoddet. Endlich mal die Lampen perfekt ausgemoddet, Mann. Geil. Ey, Junge. Das fasziniert mich jetzt schon. Ach Mann, ich kann nicht reden. Das ist früh am Morgen, Mann. Alter, der kommt aus Stuttgart, Mann. Das ist mega geil gemacht. Ich pack mal das Mikrofon weiter ein bisschen weiter weg, weil sonst bin ich ein bisschen zu laut. Das wollen wir ja nicht. Also das Porsche-Logo ist echt richtig hoch aufgelöst. Das Carbon sieht auch nicht schlecht aus. Ja, der Lack ist normal, der sieht auch nicht schlecht aus halt, ne? Menu, das gehört ja zum Menu-Trainer, das hat ja nichts mit dem Mod so direkt zu tun. Da steht schön Hybrid dran, ne? E-Hybrid, glaube ich, oder so. Warte mal, wir gucken mal, von hier kann man, glaube ich, besser lesen, so. E-Hybrid, ja, richtig. Und zwar schön in Neon-Gelb, so wie ich jetzt gerade sehe, die Bremsblöcke. Und die Felge, das finde ich an sich auch mega cool. Erinnert mich bloß an etwas Bestimmten. Wenn man von da nach da guckt. Das ist ein bisschen witzig. Haben sie sich gut ausgedacht, aber sieht trotzdem cool aus. Die Bremsscheibe hinter ist auch sehr gut. Gucken wir mal kurz von der Seite nochmal rein in die Felge, weil da war es ja immer so, dass es nicht runter ist. Und hier ist es auch nicht wirklich gut. Okay. Kriegt irgendwie kein Mod hin, kann es sein. Da ist ein Tankdeckel, da steht sogar Fuel drauf, was man super, super gut lesen kann. Das schon mal dazu, das ist schon mal sehr gut. Gucken wir mal kurz im Spiegel rein. Und zwar, ist das das Haus hier? Ja, 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 oder? Warte mal. Da ist irgendwas Blaues. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht so entziffern. Wieso blinken die Lichter hier hinten? Ist das normal, wenn da steht und der Motor an ist, oder wie? Okay, egal. Dann sieht man ja schon mal die Lichter. Die, ey, das ist mega geil ausmodelliert. Wow. Das fasziniert mich. Das ist mega geil. Schöner Carbon wieder. Porsche 918 Spyder wieder in dem Neogelb, das 918 Spyder. Ey, mega geil, ey. Ohne Scheiß. Mal ohne Witz, was ist das? Können wir ja gleich, glaube ich, nochmal so reingucken, denn der hat, glaube ich, so ein Model, wo man die Koffer oder den Motorraum öffnen kann hinten. Da ist E-Power, ach, da kann man das aufladen für Elektronik, für Strom oder mit Strom. Nein, nicht einsteigen, danke. Ich wollte nicht so weit weggehen, Franklin. Aber so können wir uns wenigstens die Tür angucken. Holy fucking cow! Was ist das, Mann? Das ist ja mal richtig abnormal, die Textur, ey. Die Textur vom Leder, Alter. Das sieht einfach mal perfekt aus wie Leder, ey. Was ist das? Ich kann nicht näher ran, oder doch? Jetzt. Gucken wir von hier. Hier auch. Alter, der Innenraum, Mann. Junge, der Gott, Alter. Ach, du Scheiße. Naja, das ist vielleicht nicht. Warte, ich mach mal das Raster an, dann sieht man. Was ich meine, in der Mitte, das ist jetzt nicht das Beste. Aber die Zahlen, alles kann man lesen. On My Way wird gerade gespielt, angeblich. Nein, nicht einsteigen. Perfekt. Ja, das Porsche-Logo ist wieder gut lesbar. E, R, H und I8 oder so. Keine Ahnung. Airbag, Hupe, alles dran. Da kann man jemanden anrufen, auflegen. What the fuck, man? Auto off und dann die anderen Lichter. Da kann man also das Licht einstellen. Wir gehen mal kurz ein Stück weiter zurück, weil ich das Tacho auch noch lesen will. So kann ich es nicht lesen, Franklin. Und zwar kann man das auch perfekt lesen. Den Tank kann man lesen, die Höchstgeschwindigkeit kann man lesen. Alte Scheiße, Mann. Gucken wir kurz mal. Wir machen mal Spawn Settings. Nee, wo waren das jetzt?
Keine Ahnung, wo das war. War das hier? Player Options nicht. Vehicle Options war das doch, aber wo da, Mann? Bin wieder doof. War das hier? Nee. Vehicle Multiplayers? Nein. Bin ich dumm? Bin ich doof oder so? Wo war denn das? Das muss doch hier gewesen sein. Vehicle Spawner? Nee. Das war doch irgendwie was, wo stand mit Door Control und so. Door Locks, da ist was mit Door, ja toll. Tut mir leid, Freunde. Okay, ich hab keine Ahnung, Mann. Online-Player war es auch nicht, nee. Eigentlich würde ich schon gerne wissen, wo es war. Nee, ich will keine Red Lasers anmachen. Neons will ich gerade auch nicht haben. Nein. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will keinen. Ah ja, komm, lass uns unsichtbar machen. Ja. Rainbow Mode. Ja lol. Nee. Okay, jetzt haben wir die Farbe. Scheiße. Dann können wir ja direkt mal eine Runde fahren, aber ich will erstmal eine andere Farbe auswählen, weil das ist wirklich nicht geil. Vehicle, Menu Customs und. Wo ist das Paint Star? Da ist Doors! Rear left. Ah lol! Da öffnet sich der Tankdeck, wie krank ist denn das? Und da öffnet sich. Junge! Hut! Alter, da vorne kann man auch noch aufmachen. Das können wir uns alles noch angucken. Trunk? Lol, ach so, das öffnet das, okay. Aha, okay, den Motor direkt können wir uns nicht angucken. Junge! Okay. Dann ist das Auto mal kurzzeitig pink. Ist ja eigentlich auch Schnuppe. Was ist da jetzt noch? Frage ich mich gerade mal. Wartet mal. Ist da. Was steht da drauf? Oil! Ah, okay, cool gemacht auf jeden Fall. Richtig cool gemacht. Hier ist der Kofferraum. Ich sag mal jetzt Kofferraum, das würde ich eher sagen Handtaschenraum oder so. Weil da passt da gerade mal irgendwie ein Bierkasten oder eine Tasche oder so rein, das war's. Und ja, wir fahren jetzt erstmal rum. So. Das. Dann Paints. Primary. Matt. Schwarz machen wir. Oh ja, das sieht brutal aus. Fahren wir erstmal kurz ein bisschen mit denen rum. Oh, mit Ausfahren Spoiler. Ne, wieso? Warte mal. Wenn ich jetzt zurückgehe. Und hier. War das hier? Nee. Wenn ich hier. Das da ausmache. Sind da die Lichter aus? Ne, wieso sind denn die Lichter so? Ich versteh's nicht. Egal, sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt soll Licht vorne anmachen. Nice. Alter. Nice. Schön Kratzer abgefahren. Fahren wir zum Flughafen hin. Fahren wir dahin. Dahin, perfekt. So, dann müssen wir aber hier lang. Okay, super. Dann fahren wir schnell nochmal hin in der Zeit und da tun wir dann den Wagen nochmal auf, gucken, wie das Chance-Modell und sowas alles ist. Und dann, ja, das war es eigentlich schon. Wir könnten ihn ja nochmal den Mount Chiliad drunter schmeißen, aber. Oh Gott. Oh, die Lampe ist schon Schrott. Und schon eine schöne Delle drin. Oh. Da lässt sich was erahnen.
Da lässt sich was erahnen. Oh Gott, nein! Okay, das war schon mal ein schöner Crash. Ah, okay, hier ist wieder so ein Problem. Okay, schön. Weil hier nämlich, wenn ich jetzt so die Farbe ändern würde, machen wir jetzt mal. Player Vehicle Options, Fahrzeug nicht reparieren, sondern Menu Customs Paints. Dass man eine bessere Sicht mache ich das jetzt einfach nur. Paints, Primary, Metal, Brush Steel. Und zwar, hier ist überall, wird es so komisch hier rausgehangen. Also das verändert sich nicht. Guckt euch das an, Mann. Und es wird alles irgendwie schwarz. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es wird schwarz. Machen wir mal Lava Red, ja. Alter, das sieht auch geil aus. Perfekt, jetzt müssen wir... Ach, komm schon, ey. Jetzt muss ich so eine Strecke wieder fahren, ey. Jetzt wird er trollen, ey. Okay, nächstes Mal nicht so schnell über die Kurve. Oder um die Kurve fahren, nicht über die Kurve. Hui. So, nein. Da war falsch. Glaube ich jedenfalls. Vehicle Options, Fahrzeug reparieren, perfekt. Sieht auf jeden Fall an sich mega geil aus, der Wagen so. Ah, schönes Auto. Echt mega geil, das Auto. Da hat Porsche wirklich was Schönes hingezaubert. Da geht diesmal die Scheibe, oder die Lampe eher nicht Schrott, oder wie? Was ist denn das bitte? So, jetzt konnten wir irgendwie nicht da aus der Kurve rausfliegen und ich will hier unten lang. Perfekt. Aua, das war eine Ecke, jetzt ist bestimmt die Lampe Schrott, jetzt auch. Ne, eine bloß. Okay, aber schön verdellt wieder. Zerdellt, verdellt. Ach, egal. Ich hoffe, euch gefallen die Kamos überhaupt, weil manche kommen richtig geil an, manche eher so lala. Weil, ich weiß nicht, liegt es am Auto, ob ihr es euch anguckt? Liegt es an mir, ob ihr es euch anguckt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde ich mal gerne wissen. Ihr könnt ja auch gerne Mod-Vorschläge machen, welche ich vorstellen soll. Wäre auf jeden Fall cool, weil das ist echt genial. Alter, nein, dreh dich ordentlich. Hallo. Danke. Danke. Ja. Perfekt. Schön mit Heck auf, oder mit Front aufgekommen, eher gesagt. Und schmeißen wir direkt mal darüber. Gut. Hui. Okay, man sieht schon wieder bei der Ecke, hier hängt das schon wieder raus. Das ist ein bisschen creepy an sich, aber ist halt zu verzeihen dafür, dass es so geil aufgelöst ist und alles. Und da oben kommen sogar die Flammen raus, merke ich mal gerade. Müsst ihr mal drauf achten, meine zwei Löchern da. Habt ihr gesehen? Oh nein, nicht explodieren! Oh, Gott sei Dank. Komm, fahren wir mal woanders hin. Probieren wir da nochmal was aus. Und die Lampen gehen nicht mehr. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, irgendwie eine Lampe kaputt und dann gehen alle nicht mehr, oder wie? Muss man nicht verstehen, oder? Hallo? Boots. Ja, der fällt natürlich nicht raus, der stirbt einfach nur da drin, natürlich. Und wir schaffen das wegen dem jetzt nicht hoch. Okay, schön. Alter, wie. Das sieht einfach so scheiße aus, ne? Das sieht einfach so kacke aus. Schade drum. Ist echt schade drum dafür, dass es so ein Mod an sich ist. Mega geil an sich, aber... Jo. Nochmal Anschwung holen und dann geht's nochmal darauf. Denn wir wollen den ja fachgerecht zerlegen, den Wagen. Mann, wieso? Ah, oh, den halt nicht. Den sieht ja halt schwarz vorne aus. Fahren wir da nochmal gegen, dass er noch schwärzer wird. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Hier, gönnt euch diese Texturen. Das sieht echt nicht schön aus. Vor allem das Menü, das ist gar nicht mehr zu erkennen so. Guckt euch das an. Wir reparieren den mal schnell. Fahrzeug reparieren. Und wir tunen den mal jetzt schnell hier auf, weil ich habe halt noch nicht alles frei. Oha, das ersetzt den Stock-Spoiler, aber wenn man den wieder replays, warte mal, ist der jetzt weg?
Ja, der ist weg. Also lassen wir den erstmal drauf. Wir machen den, wir bauen den jetzt mal zu Racing um. Wheels würde ich so lassen, weil die cool sind. Oha. Ja, warum nicht? Denn das... Warte mal, wir müssen die Musik ändern. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Ich höre hier gerade voll die falsche Musik die ganze Zeit. Seitenverkleidung. Verändert sich da viel? Nö. Sehe ich da überhaupt was? Nö. Warte mal, irgendwie muss ich doch, warte mal. Formula Racing, Safety Belt. Ah, warte mal. Sieht man das da? Ja. Okay, super. Dann haben wir einen anderen Dingens dran. Weißach, Kit Bumper. Ah, ja, stimmt. Okay, habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet gehabt. Kit Bound. Warte mal, wie sieht denn das aus? Ist das jetzt alles Carbon da oder wie? Oder was? Ja, kann sein. Und hier sind sie an den Seiten. Nice, das lassen wir. Geil. Geil, geil, geil. Oh, oh. Alles nochmal schön Carbon. Motorhaube. Engine Kit. Wie bitte, was? Holy cow. Dach. Wir können das... Alter, so sieht es geil aus. Holy shit, wir machen es in Rot. Ich find's nice, obwohl in Carbon ist stylischer. Motor Upgrade, yo. Voll reinballern, Bremsen natürlich voll rein. Getriebe voll rein. Perfekt. Federung, Competition, dass nochmal ein bisschen tiefer gelegt wird. Panzerung nicht, Paints nicht. Ne, uns können wir mal anmachen. Okay. Alles klar. Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Ja, nee, ist klar. Ich will jetzt bloß wissen, ob es weiter aufnimmt oder nicht. Okay, wartet mal kurz. Ja, es nimmt weiter auf. Gut, perfekt. Wir machen ein pinkes Neon unter, wenn schon, denn schon, ne? Natürlich. So. Gucken wir mal, wie der Wagen jetzt abgeht. Ach ja, warte mal, wir müssen ja einen neuen Turbo reinbauen. Auch schon wieder voll vergessen. Turbo, Xenon an Windows, können wir auch noch machen. Warte mal. Wird denn auch Licht eingefärbt? Nee. Sehr gut, wir machen das mal schön. Dunkles Rauchglas, schwarz machen wir, weil das sieht einfach genial aus. So, können wir noch was? Doors brauchen wir nicht. Nee, uns haben wir schon. Okay, so, das war's. Man hört schön den Turbo fiepen. An sich ist das wirklich ein Traumauto für mich, muss man sagen, weil das ist einfach von der Optik her einer der geilsten Autos, die es gibt. Und der fährt sich echt geil, ne? Ich versuche mal zu driften. Und das lässt sich gut machen, perfekt. Was steht denn hier für ein hässliches Ding rum? Gelb, grün? Bitte was? Junge, in GTA so ein Scheißding, Junge. Oh. Alter. Der dreht sich ein bisschen zügig für meinen Geschmack. Eieieiei. Guckt euch das an. Auch schon wieder. So ein Ding. Ach Mann. Das Schadensmodell überzeugt mich wirklich null. Das ist schade drum. Das könnt ihr nochmal überarbeiten, Modder. Und sonst gefällt mir der Mod wirklich richtig gut. Richtig, richtig gut. Wir stürzen ihn jetzt nochmal vom Mount Chiliad runter. Da teleportiere ich mich mal damit hin, mit dem Trainer. Denn damit lässt sich es einfacher machen. Locations. Nein, nicht Vehicles. Ich will, das ist immer andere Steuerung. Ich muss mich dahin gewöhnen. Landmarks. Rüber, rüber, Mount Chiliad dahin will ich. Nein, 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 nein! Holy. Nice. Ja, nice, 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 nice. Wir haben es geschafft. Perfekt. F4. F8. Vehicle Options. Fahrzeug reparieren. Perfekt. So. Wir drehen mal kurz hier schnell um. Aua, das war eine Kante. Und runter hier. Ich drücke jetzt nichts mehr. Wir gucken, ob der explodiert. Aber sieht bisher gut aus, oder? Ja, perfekt. Ich hoffe, das wird alles gut gehen. Mal gucken, ob Teile abfliegen können überhaupt. Ich weiß es nämlich nicht. Komm, nochmal Schwung holen und runter hier. Also bisher sieht es mau aus, dass Teile abfliegen können. Aber sofern eigentlich alles... Wenn man es aufmachen kann, kann es doch eigentlich auch abfliegen, soweit ich weiß, oder? Bin mir aber nicht so sicher. Komm, fahren wir hier nochmal schön runter. Und explodiert. Steig aus. Franklin, steig aus. Danke.
Er macht natürlich noch die Tür auf. Da kamen Reifen raus, okay. Vehicle Spawner, Modell, das da passt so. Brauche nicht mehr auftunen, nichts, weil das ist an sich schon schön, das Auto. Und runter hier! Hui! Ich musste nochmal gerade lenken, sonst wäre das wieder explodiert. Hui! Dick! Voll den Baum nochmal mitgenommen. Jetzt würde ich sagen, beeilen wir uns schnell nochmal, dass da Dingens ist, dass wir den Zug noch bekommen. Ich höre ihn schon. Da hinten kommt er. Hallo! Positionier dich, danke. Fahrzeug reparieren, danke. So. Aua! Alter! Yo! Wahrscheinlich, ey. Und nochmal voll einen Hieb mitgeben? Oder? Nee? Okay, schade. Fahr, Mann! Alter! Junge, die Achse schläft hinten. Ich muss reparieren. Gönnt euch mal diese Kacke, Alter. Da bleibt irgendwie mal das äußerste Modell sozusagen vorhanden. Aber auch bloß in schwarz. Keine Ahnung, was das ist. Hui! Ja, Mann! Nice! Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder? Scheiße, ey. Ne, wir kommen hier nicht mehr raus. Okay, schön gemacht. Aber es ist verbeult, das Auto. Das ist wirklich eine gute Beule. Also, schön eingedellt. Na gut, da wir jetzt hier ein bisschen die Fahrt genießen, würde ich sagen, was ist mit dem Video, was ist mit dem Carmod? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay, dann sind wir halt hier drinnen. Perfekt, jetzt sind wir ordentlich drinnen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich kommt die Tage, ich weiß nicht, wie ich sie hochlade, weil ich ja im Voraus aufnehme. Nochmal ein Carmod. Ich guck mal, welcher das sein wird. Ich suche mir ein schönes Auto raus, was man so kennt. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.